Ja, hallo zusammen. Hier ist der Andi. Ja, und hier ist Isolabyte. Mahlzeit. Grüß euch. Ja, wir hatten kurz darüber gesprochen, ob wir das so realisiert bekommen. Und jetzt haben wir uns tatsächlich getroffen und wollen mal gemeinsam ein kleines bisschen über das Le Français plaudern. Ich habe es ja gestern im Unboxing schon vorgestellt. Vorgestern. Und habe mir jetzt schon ein Bild machen können. Ja, pack aus, ey. Ja, lieber Iso. Ich überreiche es dir direkt mal, Ja, darum das bin ich. Schmuckstück. Ich bin eigentlich nur noch wegen dem Messer nach hier gekommen. Natürlich. Das hat er schon fast eine Stunde darüber geredet. Und jetzt habe ich es in Händen. Und ich muss sagen, die Optik gefällt mir schon sehr gut. Also, ihr seht schon, dass ich nicht mehr so viel rede und einfach nur fühle. Und das ist ein totaler Handschmeichler, muss ich sagen. Absolut, absolut richtig. Ich war als erstes total begeistert vom Gewicht. Das wiegt eigentlich nichts, ne? Ja, 67 Gramm schwer. Also wird schnell mitgewaschen. Müsst ihr mal aufpassen, ne? Ja, das vergisst man tatsächlich schon mal leicht in der Hosentasche. Ja. Die Kanten sind wunderbar. Rundherum fühlt sich absolut Granate an. Und wenn du magst, mach's doch mal auf. Ja. Den Nagel brauchst du eigentlich gar Da ist nicht. ja gar kein Widerstand. Kaum. Und trotzdem wird die Klinge fantastisch gehalten. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wenn ich jetzt mal öffne, Und genau, im in die Feder rein. letzten Drittel ist der Klingengang dann nochmal ein Stück weicher. Dann bist du nämlich über den Detentball drüber. Und da bewegt sich gar nichts. Das ist Wahnsinn. Das sitzt wunderbar zwischen den Platinen. Ah, oh Mann, jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich das Wasserrad nicht mitgemacht habe. Also Passgenauigkeit der einzelnen Bauteile ist meiner Meinung nach makellos. Das liegt nichts und das ist Ja, wunderschön, ey. die Holzmaserung ist ein Traum. Ich habe das andere Wüsteneisenholz, das ich besitze, habe ich mal mitgebracht. Das können wir gleich mal daneben legen. Der Anschliff ist nahe der Perfektion. Es ist wirklich im Auslieferungszustand nahezu ein Skalpell. Ja, das ist ziemlich mittig. Ja, ich muss hier spielen, ich kann jetzt nicht reden. Ja, kein Problem. Dafür sind wir hier. Ne? Gut, dass die anderen jetzt nicht sehen, was sonst noch alles auf dem Tisch lag, sonst würden die alle neidisch werden. Also ich denke, wenn man das Messer in ein Büro oder so zuckt, um sich einen Apfel oder eine Banane zu schneiden, ich glaube, da wird keiner große Augen kriegen. Also es werden viele Leute große Augen kriegen, aber nicht, weil es irgendwie anstößig ist, sondern weil alle sagen, boah, Ist das schön? was ist das? Woher hast du das? Ja, ganz genau. Und wenn wir bei dieser Klasse von Messern mal bleiben, das Da einzige. kriege ich direkt Bock, so ein Picknick zu machen, Ja, irgendwie, einen um schönen das, weichen genau, Käse, das ein paar Trauben. rauszuholen, eine Salami zu schneiden und Ja. das Leben zu genießen. Das hat direkt dieses Gefühl, dieses französische Gefühl, dass man sagt, Ja. Ganz, Hammer. ganz lieben Gruß an Herrn Schmalhaus an dieser Stelle. Wir haben leider keinen weichen Käse, keine Salami und keine Radieschen dabei, auch wenn ich Nein. sie gerade Wir schmerzlich haben vermisse. Roggenbrötchen da, Ja, aber. wir hatten trockene Roggenbrötchen, Ja. aber auch die haben uns sehr gemundet. Ja, Ja, die Verarbeitung ist ein Hit, da kann man nicht meckern. bei direkter Sonneneinstrahlung oder selbst bei Kunstlicht hat es funktioniert. Die Goldtöne im Holz, die schimmern fast dreidimensional. Also es ist ja auch schon eine Kunst, das Holz so anzupassen, dass wirklich nirgendwo, Ja. irgendwo eine kleine Rille entstanden Ja. ist. Ich habe da schon die Brille angezogen, aber ich sehe nichts. Und das ist bei Holz wirklich nicht so einfach, weil das auch gerne mal ausbricht, gerade wenn es halt härteres Holz Ja, ist. und das ist nun mal das mit der höchsten Dichte von allen Hölzern. Ja, also ich glaube sogar, dass das Holz fast schwerer ist als das Messer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und das Holz wird auch garantiert nicht dafür sorgen, wenn es ins Wasser fällt, dass es oben bleibt. Nee. Aber der Klinggang. Das ist ein Traum, oder? Also. Man sucht quasi schon nach irgendwas, nach irgendeinem Fältchen an der Kleidung, was man noch abschneiden könnte. Ich verstehe gar nicht, wie die das gemacht Nur, dass man haben. es nochmal öffnen kann. Da wir keine Rückenfeder haben, einen ganz normalen Liner nur. Hammerhart. Ja, ne? Und das ist ja alles, wenn man jetzt mal von dem ausgeht, was sonst in den Videos so auf dem Tisch landet, da ist ja viel taktisches Zeug dabei. Dann ist ja hier alles mindestens zwei Nummern kleiner und filigraner. Und das Ganze dann doch noch in so einer Perfektion und so definiert hinzubekommen, finde ich schon ganz, ganz großes Kino. Ich meine, vergrößern ist wahrscheinlich deutlich kleiner als verkleinern.
bei Bauteilen. Das ist meistens so. Das ist immer eine Technik eigentlich, wenn du was hast, was kleiner ist. Ja. Musst du einfach mehr Raffinesse reinlegen, um das umzusetzen. Ne? Ja. Und ich meine, wir reden ja schon von einem ganz stolzen Preis bei dem Messer von aktuell etwas über 220 Euro. Wenn ich mir dann anschaue... Ich muss sagen, es wäre es mir wert. Ja. Also ich habe es jetzt halt erstmal in der Hand. Und wenn ich dann wirklich mal so eine Alternative zum... Ich trage ja meistens dann so ein Vic Alux oder sowas, eben um eben ja bei sozialen Anlässen nicht so aufzufallen, da wäre das ein Traum. Beim Vic dann sagt man halt, ja, hast mal ein Messer, ein Vic, alles klar. Aber hierbei, da ist ja direkt Gesprächsstoff. Ja, absolut. Und selbst in den... Da hängt ja richtig Geschichte hinter. In den günstigeren Variationen. Es beginnt ja mit dem L'Epicurien. Das ist das, was man wie einen Kugelschreiber in die Hemdtasche stecken kann, ja. Das den Clip auf der Rückseite hat. Und mit den Le Français beginnt es ja bei etwas über 130 Euro, je nach Ausführung. Das heißt, das ist ja auch ein Preis, bei dem man ernsthaft drüber nachdenken kann. Ne? Wenn man dann einfach mal vergleicht, was man bei anderen Herstellern für das Geld bekommt, hier hat man auf jeden Fall ein Stück, wo unglaublich viel Klasse drin steckt, wo eine Tradition dahinter steckt, wo eine feine Verarbeitung drin steckt, viel Handarbeit drin steckt. Auf der anderen Seite kann ich mir dann für das gleiche Geld auch ein Messer holen, wo die einzelnen Teile einfach aus der Maschine fallen, zusammengepresst werden und das war's dann. Ne? Ja, das ist natürlich auch ein Messer, was man eigentlich nur für besondere Anlässe nimmt. Ne? Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt ein Büromensch wäre und so, dann würde es mir wahrscheinlich jetzt schon kaufen, weil es einfach wunderschön ist. Ja. Aber ich bin ja jetzt eher der Handwerker und da ist mir dann ein Vic doch schon was lieber. Absolut. Aber absolut. Nicht, weil es mir besser gefällt, weil es einfach... Weil es den Ansprüchen mehr genügt. Ne? Richtig. Sehe ich genauso. Andererseits, das hier ist ja ein Teil, klingt ein bisschen abgedroschen vielleicht, aber das ist ein absoluter Handschmeichler. Das will man in die Hand nehmen, das will man bespielen, das will man anschauen, das will man hin und wieder mal öffnen, um sich einen Apfel aufzuschneiden. Ich sage jetzt mal bewusst nicht, den Apfel zu schälen, denn ich finde es immer grausam, wenn Leute einen Apfel schälen. Die meisten Vitamine drin in der Schale. Richtig. Das ist wie bei Erdbeerjoghurt und so. Genau, der Erdbeerkäse. Ja, genau. Ein super Erdbeerkäsemesser. Dann bleiben auch die Vitamine da drin. Richtig, ganz genau. Also ein absoluter Traum. Es wäre auch eine wundervolle Ergänzung, wenn man es dann Sammlung nennt, zu einem Lajol zum Beispiel. Zu einem Opinel jetzt nicht wirklich, weil ein Opinel ist einfach ein kleines alltägliches Ding, was vielleicht dazugehört. Während das Perceval doch in meinen Augen was absolut Besonderes darstellt. Ja, das ist ein Erbstück. Ja. Das kannst du deinen Kindern vererben und sagen, hier, das hat mein Opa schon getragen. Ja. Und das würde es auch halten. Vor allen Dingen, weil das Holz so hart ist, wird es auch kaum Kratzer, so wenn du es jetzt nicht in der Schneiderscheide benutzt. Genau, wie ich das gelesen habe, das ist aus der Knolle des Wüsteneisenholzes in den südlichen Staaten Amerikas, Mittelamerikas, gewonnen. Das ist das sogenannte Arizona Desert Ironwood. Und wenn ich die Information richtig verstanden habe, muss es, um vernünftig verarbeitet werden zu können, schon einige tausend Jahre natürlich abgestorben sein. Hm. Auf der Homepage ist zu lesen 3000 Jahre und das ist natürlich eine Ansage. Geh mal 3000 Jahre zurück, da ging gerade das Hochreich der Ägypter zu Ende. Das Messer ist handgemacht. Ja. Also für ein handgemachtes Messer finde ich den Preis eigentlich... Also normalerweise ein Fulda, ein Klappmesser ist, wenn man es handgemacht hat, eigentlich um einiges teurer als eine feststehende Klinge. Ja. Und da muss ich doch sagen, das ist wegen der Mechanik, das Anpassen, das muss ja alles fließend sein. Wenn man da einen Millimeter daneben liegt, dann kann man das Messer neu machen. Und dafür ist das ein super Preis und ich ärgere mich. Ich ärgere mich wirklich, dass ich dieses blöde Passaround nicht mitgemacht habe. Da hatte ich ja wenigstens die Chance, ey. Dann bin ich so froh, dass ich dich heute wenigstens als Gaststar dabei habe. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, weil ich jetzt schon wieder überlege, mir mal gleich ein paar Messer auf der Seite anzusehen. Ja, es sind wunderschöne Stücke dabei, kann ich dir versprechen. Ich habe es mir angeschaut und da sind einige, die meine Aufmerksamkeit erregt haben. Ja, vor allen Dingen... ich wäre mir fast nicht so schade, es zu benutzen, weil ich habe auch natürlich Klingen, wo ich denke, kannst du nicht benutzen und so weiter, weil ich halt nicht will, dass es verkratzt, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich so ein Messer, was bei Gebrauch sogar noch was schicker wird. Es bekommt dadurch einen ganz eigenen Charme und Charakter. Ja, ne? Ich denke, das sehe ich vielleicht genauso.
dunkelt es noch nach und so weiter. Ja, davon gehe ich aus. Ich meine, das Holz, das ich jetzt mal kurz in die Kamera halten möchte, das hat von vornherein einen deutlich eher Rotton, ist auch ein Wüsteneisenholz. Ich meine, im Vergleich sieht man ganz deutlich die Unterschiede. Aber auch da muss ich sagen, es ist in den 2,5 Jahren doch sehr nachgedunkelt. Ne? Also die Stellen, die hier noch deutlich golden schimmern, die sind hier schon dunkler geworden. Dieser 3D-Effekt bei Sonnenbestrahlung ist auch nicht mehr ganz so vorhanden. Also da müsste man vielleicht noch mal ran und noch mal ein ganz kleines bisschen anschleifen, um das also wieder herzustellen. Aber ich finde, es ist kein Deut weniger schön als am ersten Tag, als es frisch aus der Produktion vom Achim kam. Und genauso wird es bei dem auch sein. Die Attraktivität wird niemals verloren gehen. Ja, das ist wohl wahr. Ich frage mich, wir können es ja leider nicht machen, ob die Schalen noch verklebt sind oder ob man das wirklich dann zum Reinigen hier öffnen kann. Das wäre noch so eine Frage, die mich jetzt persönlich interessieren würde. Ja. Gerade halt, wenn man damit Obst schneidet und so. Ich meine, hier ist wirklich kein Zehntel Millimeter Luft zwischen. Ich glaube nicht, dass hier sich irgendwas zwischensetzen kann, aber... Also die sind wunderbar plan geschliffen. Ja. Das ist faszinierend, die Genauigkeit. Du kannst vielleicht, wenn du es... Das ist so glatt, ne? Wenn du es geöffnet hast und der Liner nach innen springt, kannst du vielleicht sehen, ob irgendwas zu erkennen ist. Ich glaube nicht, dass es geklebt ist. Also das ist schon toll. Ne, also es sieht alles sehr natürlich aus. Das ist wirklich ein schönes Messer. Es ist auch so einfach und schlicht, das gefällt mir ja immer so. Ich mag das ja nicht, wenn die wirklich so pröllig sind, aber das ist wirklich so, ja, ein schlichtes, wunderschönes Messer. Ne? Ja. Und das Beste ist, es schneidet. Oh ja, oh ja. Hast du schon mal was mit geschnitten? Ich war extrem vorsichtig. Ich habe mir gestern zum Abendbrot ein paar Tomaten und Radieschen aufgeschnitten. Da fast widerstandslos durch. Ich habe jetzt nicht diesen berühmten Tomatentest gemacht. Das heißt, eine Seite angeschnitten, die Tomate hingestellt und dann nur die Klinge arbeiten lassen. Also solche Späßchen habe ich nicht gemacht. Ich habe es ganz normal benutzt, wie man halt mit einem kleinen Gemüsemesser auch arbeiten würde. Und ja, Wahnsinn. Dann würde ich sagen, dann nutzen wir doch jetzt die Zeit. Ich hole ein Stück Holz und dann tun wir mal ein bisschen Batoning. Alles klar, das machen wir. Wir bereiten einfach mal ein bisschen Feuerholz vor. Wir sind ja hier auf einem Grillplatz. Ja, und dann ganz wichtiger Test, das Messer zwischen zwei Steine legen und dann mal mit draufstellen. Ja, genau, das muss eine 100 Kilo mal aushalten. Nee, Quatsch. Da müssen wir nur noch jemanden finden, der so leicht ist, ne? Das weiß nicht, ne? Ich spreche nur von mir, Isu, dafür, das weißt du doch. Dafür ist es natürlich nicht gedacht. Nein. Aber, also, ja, ich bin ja schon wieder so jeck und bin schon überlegen. Also ich finde es wirklich sehr schick. Gerade eben für so soziale Anlässe ist es einfach ein Traum. Ja. Also ist jetzt nichts für eine Tochter anzuschneiden, aber wenn man es in der Hand hat, also wirklich, ich habe direkt Bock, eine Frau ins Auto zu laden, irgendwo auf eine Wiese und dann einfach mit diesem schönen Messer zu arbeiten. Das ist schon irre. Ja, es ist definitiv einen guten Zentimeter, vielleicht anderthalb geschlossen kleiner als ein Lajol. Dadurch, dass die geschwungene Form fehlt, ist es auch wesentlich angenehmer in der Hosentasche. Die Lajol werden ja auch meistens mit so einem Ledertäschchen ausgeliefert. Mhm. Wobei dieses hier von Perceval eine deutlich bessere Qualität hat als das, was bei meinem Lajol dabei war. Es ist besseres Leder, auch wenn es nicht allzu dick ist. Es ist ausreichend stabil. Die Nähte sind absolut präzise gesetzt. Also da wird wirklich auf den, ja, auf den Zehntel Millimeter exakte Stiche gesetzt worden sein. Und es passt wunderbar, es sitzt nicht zu fest, aber meiner Meinung nach genau richtig in der Tasche. Ja gut, wenn man es jetzt öfters benutzt, dann wird sich das wird sich alles ein bisschen dehnen, ganz genau. Das ist ja eigentlich auch meistens ein Zeichen von guter Qualität, wenn etwas erstmal am Anfang was schwerer aufgeht. Ja, ganz genau. Weil sich einfach die Schrauben immer noch ein bisschen lösen. Gut, hier haben wir ja eine Feder, da ist das wieder eine andere Geschichte, aber das ist so hammerhart, das geht ja so leicht auf. Aber andersrum reicht es halt, dass es sich nicht von alleine öffnet. Ganz genau. Da ist schon viel Erfahrung in dieses Messer reingeflossen, das muss man einfach so sagen. Ja. Und das Design ist wirklich sehr ansprechend, weil es halt wirklich so schön schlicht ist. War mein erster Kommentar, ist es vielleicht das schönste Stück Holz, was ich bis jetzt an dem Messer verarbeitet gesehen habe. Ich habe da auch schon was von dem Steffen in der Hand gehabt. Das war auch ganz schick. Das glaube ich. Aber
der erste Eindruck war direkt mit einem fantastischen Licht. Ich habe es, glaube ich, in ein, zwei Bildern sogar ganz gut einfangen können. Das Ding hat wirklich, man hat das Gefühl, es leuchtet von innen heraus. Bei wie viel Euro sind wir jetzt bei dem Messer? 224. Ja. Ein halbes Sebenza ungefähr. Ja, dann muss ich sagen, das ist wirklich günstig. Ne? Wenn du jetzt einfach mal überlegst, wenn du hier 10 Stunden dran gearbeitet hast, dann sind das ein Stundenlohn von 24 Euro. Und du hast noch nicht mal das Material einberechnet. Ja. Und den Verschleiß deiner Teile und ja, die Anschaffung und den Strom und was sonst noch dazu kommt. Ne? Ja, was ich natürlich jetzt ein bisschen schade finde, ist, ich würde das am liebsten mal ein Jahr testen, also wirklich auch benutzen und so weiter, um dann zu sehen, ob das kein Spiel und so weiter bekommt. Die Möglichkeit haben wir jetzt leider nicht. Nee. Ich bin jetzt einfach mal so frech und gehe davon aus, dass man damit nicht rechnen kann. Und selbst wenn, wird der Hersteller mit Sicherheit das beheben können. Davon gehe ich aus. Und ja, ich bin sogar davon überzeugt, dass sie es auf Kulanz machen. Ja, das denke ich schon. Also wer so viel Liebe in so einer Klinge steckt beim Herstellen, da glaube ich nicht. Ich glaube, der wird sich sogar freuen, wenn er sieht, dass seine Messer benutzt werden. Davon gehe ich aus. Ja. Es ist ja im Moment guter Trend, den ich auch wirklich nur befürworten kann, dass die Leute auch ihr teures Zeug benutzen und auch hin und wieder mal Bilder davon posten, dass sie es benutzen. Ja, da bin ich auch von. Das finde ich wirklich klasse und genauso sollte es bei so einem Schmuckstück auch sein. Am Anfang hat man eine gewisse Ehrfurcht. Man ja, hat Angst, was kaputt zu machen. Erste genau. Kratzer drin, kannst auch mal eine Klippe runterfahren. Katastrophe, genau. Aber wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit, es war gerade im Frühjahr, die Diskussion, da kamen dann die ersten Sebenza-Bilder. Oh mein Gott, ich habe einen Kratzer. Der erste tat noch weh. Der zweite tat auch noch weh, ab dem dritten war es dann cool, dann wurde es dann dein eigenes Messer, es bekam einen ganz eigenen Charakter und wurde unverwechselbar. Und ich glaube ganz einfach, dass das tägliche Benutzen die Bindung zu so einem schönen Stück nochmal erhöht. Ja, bei mir persönlich ist es auch so, dass mir dann echt manchmal eine Last vom Herzen fällt, wenn die ersten Kratzer drin ist, dann denke ich immer, ach, jetzt hast du das hinter dir. Hört sich blöd an, aber vorher musst du immer so aufpassen und so weiter. Und wenn dann der erste Kratzer drin ist, dann denkst du dir, ach, jetzt kannst du es frei benutzen. Genau, halt, ne? Jetzt ist es soweit. Ab jetzt ist alles egal. Jetzt können wir Spaß haben. Ja, das ist wirklich so. Genau. So, und wenn dann das Ding dann irgendwann mal dein ganz eigenes ist, das du unter 100 anderen auch wiedererkennen würdest, weil es den einen Kratzer und die eine Katsche hat, dann ist doch eine persönliche Bindung da. Dann hat das Ding eine Geschichte zu erzählen und wird noch viel mehr deins, als es vorher war. Ich finde es auch schade, weil die Zeit, die wir hier haben, ist ja jetzt eine endliche Geschichte. Und wenn man dann am Ende dann in der Kiste liegt und hat dann die Messer in der Vitrine und die Kinder verkaufen es dann für den Viertel, weil sie nicht wissen, was das ist. Ja, ganz genau. Also ich benutze lieber auch mein Gear. Ihr wisst das ja auch, ich teste es ja auch halt ewig, bevor ich jetzt überhaupt reviewe, weil ich einfach auch keinen Unsinn erzählen möchte. Und es macht einfach mehr Spaß, das Zeug zu benutzen, als es nur anzugucken. Richtig. Und bei dem, denke ich, hat man beides. Also ich gucke es sehr gerne an, ich habe es jetzt schon gerne in den Fingern, ich habe es jetzt schon wieder in den Fingern und ich denke, benutzen wird auch richtig Spaß machen. Wir kriegen wieder Besuch von Vögeln. Ja, wir sind umringt von Natur. Ja, mitten aus der Natur. Richtig. Iso, es hat mich wirklich gefreut, dass du vorbeigekommen bist, um mit mir dieses kleine Video zu drehen. Ja, ich hoffe, dass wir uns nochmal treffen. Weil garantiert. Ich fand das auch, wir haben die anderen Gespräche sehr interessant. Wir haben jetzt fast 20 Minuten gequatscht. Nur über das Messer? Nur über dieses kleine. Ich pack das nochmal an, ja. Oh, gerne, so viel du möchtest. Das ist so. Es ist auch sehr schnell hier. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Lieber Iso, ganz herzlichen Dank. Ja, war kein mir eine Problem. Freude. Ich ärgere mich. Ja, das musst du nicht. Aber für den Preis? Ich bin schon am Überlegen. Wirklich. Das ist auch eine Überlegung wert und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, macht's gut. Ja.